Was halten Sie davon, den Flughafenbau zu stoppen und die zusätzlich benötigten Gelder stattdessen für nützliche Projekte auszugeben? Nichts. Natürlich ist es immer gut, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat für nützliche Sachen. Das Problem ist, die Entscheidung, dass wir in unserer Stadt keinen Flughafen haben wollen, nicht den Flughafen Tempelhof und auch nicht den Flughafen Tegel, die haben wir vor vielen, vielen Jahren getroffen. Und ich finde das auch richtig. Ich glaube, dass Flughäfen mitten in einer Stadt viel zu gefährlich sind. Wenn das erste Mal so eine Maschine runtergestürzt ist, dann werden das auch alle sagen und sagen, warum habt ihr den Flughafen hier mitten in der Stadt? Und deswegen werden neue Flughäfen auch immer ein Stück vor der Stadt gebaut. Ich hätte mir sogar noch vorstellen können, weil jetzt natürlich die Leute, die in Treptow-Köpenick wohnen, sagen, na, der hat ja gute Reden, bei uns fliegen dann die Flugzeuge. Ich hätte mir vorstellen können, den sogar noch weiter weg zu bauen. Damit konnten wir leider damals die anderen Kollegen aber nicht überzeugen. Und jetzt ist es so, auch wenn da ganz viel schiefgegangen ist, da ist jetzt so viel Geld investiert worden. Und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt nochmal von vorne anfangen muss. Wir sollen den jetzt endlich fertig machen, den Flughafen Schönefeld, ja. Und dann den Flughafen Tegel zumachen. Und das war dann zwar viel zu teuer und viel zu lange, aber jetzt zu stoppen wäre, glaube ich, nicht richtig. Also auch das ist so eine Frage, so, man möchte das gerne, ja, man möchte das Geld gerne für was anderes ausgeben. Also ich bin nicht dafür, dass wir ihn stoppen müssen, denn dann muss man überlegen, was dann passieren würde. Dann hätten wir einen halben Flughafen fertig gebaut und der stünde dann da rum und dann würde was damit passieren. Dann hätten wir hunderte von Millionen da jetzt reingesteckt, Milliarden schon, und wir hätten gar nichts. Also das ist ein großes Problem mit dem Flughafen. Da hat Berlin und da haben die Politiker vor allem, aber haben wir alle nicht gut gehandelt. Also ich bin dafür, dass wir ihn fertig bauen. Ich bin dafür, dass wir ihn jetzt ganz schnell fertig bauen. Ich bin auch dafür, dass wir ihn jetzt vernünftig fertig bauen und dass es nicht mehr so große Probleme gibt. Aber ich bin zum Beispiel dafür, dass wir andere Projekte in Berlin nicht machen, weil ich das richtig finde, was du gesagt hast, dass wir viel mehr Geld in andere Projekte geben müssen. Also wir zum Beispiel ist gerade ein Plan, dass wir in Tempelhof so eine neue Zentralbibliothek bauen, ne, die so 200, 250 Millionen Euro kosten soll. Und da glaube ich zum Beispiel, dieses Geld ist in Schulen und in Kitas viel wichtiger und viel dringender nötig, als dass Berlin jetzt eine neue Zentralbibliothek braucht. Ich muss auch sagen, da bin ich aber vielleicht auch etwas anderer Meinung als ein paar andere Leute in meiner eigenen Partei. Ich bin auch nicht für das Stadtschloss. Ich finde auch, das Stadtschloss sollten wir nicht bauen, weil Berlin gerade ganz andere Probleme hat und andere Sachen aus, sag mal, viel wichtiger sind, die viel höhere Prioritäten haben sollten. Also den Flughafen würde ich weiterbauen, weil es ist, eine Stadt wie Berlin braucht einen großen Flughafen und Infrastruktur hilft uns ja auch, die Stadt weiterzuentwickeln. Aber wir müssen ihn besser bauen und wir sollten lieber sagen, zum Beispiel, wir Politiker entscheiden in den nächsten 10 Jahren, bauen wir keine großen Prestigeprojekte mehr, also keine großen anderen Projekte, die irgendwie sehr viel Geld kosten, sondern wir nehmen alles Geld, was wir haben, und stecken es in die Infrastruktur und stecken es vor allem auch in die Bildung. Das ist eine schöne Idee. Die Frage ist, würden wir dann alle nicht mehr fliegen? Wäre ja eine Variante. Also ich bin jemand, der sagt, oh Leute, ihr müsst nicht so andauernd irgendwo hinfliegen. Ich bin mal selber 15 Jahre nicht geflogen und es ist mir gut bekommen und der Umwelt auch. Wegen eigenes Vorsatzes oder hat es genau, nee, aus eigenem Überlegen. Also weil mir das wichtig war, ich wollte mal ausprobieren, ob das nicht auch ohne geht. Aber gar nicht mehr fliegen, da könnte man ja gar nicht nach Mallorca oder Spanien oder so. Nach Spanien kann man mit dem Fahrrad fahren, theoretisch, und ja. Nach Mallorca mit dem Faltboot. Das ist also nicht so ganz ausgeschlossen. Ich glaube, diese Fliegerei ist sozusagen so doll in den Alltag eingedrungen, dass es schon schwierig ist. Und wenn wir jetzt den Flughafen nicht fertig bauen, was würde das heißen? Sollen die alle weiter in Tegel fliegen? Das wäre für unseren Bezirk hier nicht gut. Gerade in Alt-Pankow wohnen sehr viele Leute. Da donnern die Flugzeuge seit 40 Jahren übers Dach. Die können auf ihrem Balkon sich nicht aufhalten. Mir hat neulich ein Pfarrer erzählt, wenn er da auf dem Friedhof ist, am Bürgerpark, am Grab steht, und dann donnert ein Flugzeug rüber, muss er die Ansprache unterbrechen. Das ist auch so eine komische Geschichte, ja. Also da müsste man überlegen, soll weniger geflogen werden oder sollen die Flugzeuge woanders landen? Weiter in Tegel oder es gibt auch den Flughafen Leipzig. Ist eine Variante. Ich habe auch mal gesagt, man kann auch mehr in Leipzig fliegen. Die freuen sich da vielleicht sogar, dass ihr Flughafen mehr zu tun bekommt. Also das müssen wir uns überlegen. Wenn wir uns aber nicht zu Einschränkungen entscheiden können, dann sind wir verdammt, das Ding da fertig zu bauen. Und da kümmere ich mich eben im Abgeordnetenhaus drum, dass das nicht noch viel teurer wird. BER, der Flughafen.
was sollte da deiner Meinung nach jetzt passieren? Sollte man das, den Bau einfach jetzt stoppen und was anderes draus machen, das Geld, was jetzt noch benötigt werden würde, für andere, vielleicht schlauere Projekte investieren? Oder sollte man einfach... Motto, man macht da ein Industriemuseum draus. Also die Frage kann ich ja nicht ernsthaft beantworten. Erstmal so als Pankower muss man natürlich ein Interesse daran haben, dass der Flughafen in Tegel geschlossen wird, weil diese Einflugschneise ist eine gigantische Lärmbelästigung und auch eine Gesundheitsgefährdung für die Menschen hier. Und das ist ja irgendwie noch nach alliiertem Kontrollrecht genehmigt worden, also in den 70er Jahren. Und die halten ja keine modernen Grenzwerte für Lärmschutz ein, die man bei einem neuen Flughafen einhalten müsste. Also das ist sozusagen schon mal klar. Also dass da in Tegel weitergeht, finde ich völlig unakzeptabel. So, dann bleibt es eigentlich, man braucht einen neuen Flughafen. So, jetzt ist der da in Schönefeld und steht da ja schon, wenn man da ab und zu von Schönefeld alt fliegt, was ich mal früher öfter gemacht habe, sieht man, das Ding ist ja von außen fast völlig fertig. Also ich neige dazu, ihn fertig zu bauen und in Betrieb zu nehmen, ganz ehrlich. Aber ich neige auch dazu, den Menschen den Lärmschutz zu geben, den man ihnen versprochen hat. Weil das ist ja ein großes Problem, dass in dem Einzugsgebiet es Urteile gibt über ganz strengen Lärmschutz und dann teilweise politische Kollegen sagen, nee, das muss man nicht so ernst nehmen, das ist ja nur ein Urteil vom Bundesgerichtshof und wir machen das nicht. So, da muss man dann tatsächlich, ich glaube, da geht es um 1 Milliarde oder noch mehr, muss man in die Hand geben und dann Haus für Haus für Haus mit den entsprechenden Lärmschutzfenstern ausstatten, muss man mit den entsprechenden Lüftungssystemen ausstatten. Zum Teil brauchen die dann passive Lüftungssysteme. Da kann man nicht einfach über die Menschen hinweggehen. Die haben ohnehin, die da länger wohnen, sind ohnehin von der Politik ganz schön an der Nase herumgeführt worden, weil Anfang der 90er Jahre hat man denen ja mal gesagt, der Flughafen entsteht in Sperrenberg. Und dann haben sich 3 Männer zusammengesetzt und haben das ausgepokert. Diebken war das, ich glaube, der Verkehrsminister Krause und Stolp ist überstimmt worden. Mhm. Genau, so war das. Und dann sagen 3 Männer, jetzt kommt der Flughafen anderswo hin. Auf einmal vor die Nase von einem. Da kann ich schon Leute verstehen, die da sauer werden. Aber jetzt, wo da irgendwie so viele Milliarden drin sind, fertig bauen und Rauchentgasung in den Griff kriegen und gucken. Und du glaubst auch, dass der ausreichen würde, der Flughafen, und dass der so viel Platz hätte sozusagen für genug Passagiere, dass Tegel wirklich ohne Bedenken geschlossen werden könnte? Davon gehe ich aus, ja. Nee, es gibt ja auch ein klares Gerichtsurteil. Das wäre ja dann der nächste Betrug. Also es gibt ja ein Gerichtsurteil, dass wenn der in Betrieb geht, sind Tempelhof und Tegel zu schließen, Bundesverwaltungsgericht. Und das ist der sogenannte Konsensbeschluss. Also, wenn man Leute dazu erziehen will, dass sie diesen Staat nicht mehr mögen, dann muss man ständig seine Versprechen brechen. Und das geht da nicht.